Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на YouTube-каналі нашої парафії. Я диякон Михайло, і сьогодні ми поговоримо з нашим співбратом, братом Робертом, який приїхав до нас із Німеччини. Задамо йому декілька запитань, бо багато людей питають дещо про нього. Він лише зараз тільки вчить українську мову, тому це інтерв'ю буде німецькою. Grüß Gott, erste Frage, wo bist du geboren und sag etwas über deine Kindheit. Ich bin geboren in Freising in Bayern, nördlich von München und dort auch aufgewachsen. Vielleicht die Leute, die nicht wissen, was Freising ist. Freising ist die Stadt, in der Papst Benedikt Josef Ratzinger zum Priester geweiht worden ist und dort auch Bischof war, bevor er nach Rom an die Glaubenskongregation gegangen ist und später dann Papst Benedikt wurde. Sag etwas über deinen Kindheitstraum. Mein Kindheitstraum war immer, schon im Kindergarten, eines Tages Bäcker zu werden. Auf dem Weg zum Kindergarten war eine kleine Bäckerei und dort habe ich später dann auch Bäcker gelernt und als Bäcker gearbeitet, später dann noch Konditor gearbeitet und im Jahr 2000 bin ich dann zu den Redemptoristen gegangen. Erzähl etwas über dein geistliches Weg und warum Redemptoristen? Mein geistlicher Weg ist, ich war 16 Jahre Ministrant in meiner Heimatpfarrei in Freising. Ich war in der Pfarrjugend, ich war in der Pfarrei sehr aktiv und wir waren vier Oberministranten und alle vier haben einen geistlichen Beruf ergriffen. Zwei sind Priester geworden, einer ist Diakon geworden und einer ist ins Kloster gegangen. Und die Religion hat mich ebenso fasziniert und der Glaube wie die Arbeit als Bäcker. Und es war sicher eine Fügung Gottes, dass ich 1998 bei einer Mission in meiner Heimatpfarrei die Redemptoristen kennengelernt habe und war mit ihnen zwei Jahre auf dem Weg und im Jahr 2000 habe ich dann beschlossen, die Kandidatur bei den Redemptoristen in Gars am Inn in Bayern zu beginnen. Habe dann zwei Jahre Kandidatur gemacht, ein Jahr Noviziat und drei Jahre zeitliche Professor und im Jahr 2007 habe ich dann ewige Professor in Gars am Inn abgelegt. Gars am Inn ist das Kloster, in dem der selige Kaspar Stangassinger gearbeitet und gelebt hat und am Schluss dort auch gestorben ist. Mhm. Sag diese Sätze dass, über deine Kindheit, wenn hätte es gesagt, dass würdest du ihr dem Tristen ja, und die Integrin es gut. Wenn damals im Kindergarten, als ich schon gewusst habe, dass ich Bäcker werden möchte, wenn jemand gesagt hätte, dass ich eines Tages Redemptorist sein werde und in der Ukraine leben werde, hätte ich gesagt, du bist verrückt. Ja. Aber heute ist es so und ich bin ganz zufrieden und es ist schön, dass ich jetzt hier in Ivano-Frankivsk sein darf. Wie lange bist du schon in der Ukraine und was gefällt dir und was gefällt dir nicht? Ich bin jetzt schon zwei Jahre in der Ukraine, nachdem ich 10 Jahre in Gars am Inn und dann 10 Jahre in Redemptoristenkloster in Innsbruck war, bin ich jetzt seit 2 Jahren hier in der Ukraine. Zuerst 2 Jahre im Kloster in Lemberg, in Holosko und jetzt seit 3 Wochen hier ganz frisch in Ivano-Frankivsk. Was mir an der Ukraine gefällt, ist die Leute, die Mentalität, die Menschen, die Sprache ist sehr schwer, ja. Die Liturgie ist wunderschön, ja, ist sehr beeindruckend. Was ich nicht so verstehe oder was mir nicht so gefällt, ist, die Deutschen sind sehr pünktlich und das haben die Ukrainer nicht im Blut. Richtig. Ja. Gut. Noch ein paar Wörter über deinen Tagesablauf in Ivano-Frankivsk. Mein Tagesablauf oder meine Arbeit hier in Ivano-Frankivsk sieht im Moment so aus, dass ich früh morgens in der Bäckerei arbeite. Das gefällt mir sehr gut. Ich kann sehr gut nachts arbeiten und alleine arbeiten. Und ich produziere im Moment Torten und Kuchen fürs Café und verschiedene Desserts.
Und tagsüber helfe ich im Moment ein bisschen in der Kirche mit als Mesner und helfe bei der Liturgie, soweit es mir möglich ist, weil vieles verstehe ich noch nicht. Vielleicht die letzte Frage, was ist am wichtigsten in deinem Leben? Das Wichtigste in meinem Leben ist meine Familie zu Hause in Deutschland, in Bayern, meine Eltern, meine Geschwister mit ihren Familien, aber auch meine Familie hier im Kloster, auch wenn wir uns nicht so als Familie sehen, aber die Mitbrüder, die Redemptoristen, die Gemeinschaft, das gemeinsame Leben, Arbeiten, Beten, das ist mir sehr wichtig. Ja. Was wolltest du wünschen für alle? Was ich mir speziell wünschen würde für die Redemptoristen in Deutschland, dass es wieder mehr Berufungen gibt. Momentan ist es sehr schwierig in Deutschland, auch in ganz Europa mit Berufungen, nicht nur bei den Redemptoristen, sondern überhaupt in der katholischen Kirche mit Berufungen für Priester, Ordensleute, Diakone. Was ich mir wünsche für die Ukraine ist, dass alle Menschen, egal ob in der Ukraine, auf der Welt, in Deutschland, in Frieden leben können. Das, glaube ich, ist in der heutigen Zeit ein sehr wichtiger Wunsch, der oft gesagt wurde und oft so beiläufig dahingesprochen wurde. Aber ich denke, es ist vor allem durch die Situation in der Ukraine sehr wichtig, dass wir hoffen, dass eines Tages wirklich Frieden auf dieser Erde gibt. Danke sehr für deine Öffentlichkeit und für diese Worte, für dieses Interview. Viel Spaß in der Ukraine. Dankeschön. Дякую.